Liebe Grillfreunde, heute ist ein ganz besonderer Tag, nicht nur weil der 1. April ist und wir super Wetter haben, sondern weil heute wird die Barbecue Freaks Bodenseeseite genau 2 Jahre alt. Wer hätte das damals gedacht bei Gründung? Also ich hätte nicht gedacht, dass wir so erfolgreich damit werden, beziehungsweise hauptsächlich macht natürlich den Job ich, wie ihr aber bereits wisst. Und was ist in den letzten 2 Jahren passiert, wohin wird die Reise gehen und was alle natürlich noch viel mehr interessiert, gibt es heute auch was zu gewinnen? Ja, gibt's. Kurzer Rückblick, vor 2 Jahren, wie gesagt, gestartet. Ein paar Kumpels, die miteinander grillen wollten, das Ganze dann eben auch etwas dokumentieren etc. Ja, was daraus geworden ist, seht ihr eigentlich selber. Mittlerweile gibt es Restauranttests, Grilltests. Es wird viel gegrillt, es wird darüber berichtet, es gibt immer wieder kleinere Videos, so professionell wie viele YouTuber das machen, wird es bei mir nicht, das möchte ich aber auch gar nicht, weil das können andere viel besser. Mittlerweile, immerhin hat die Seite fast 2500 Likes, was mich sehr freut und was mega ist, pro Woche lesen die Beiträge oder schauen sich die Videos an bis zu 65.000 Personen. Was einfach eine Riesenzahl ist. Wie gesagt, pro Woche kann ich selber kaum glauben. Zumindest behauptet das Facebook, dann wird es schon stimmen. Ich bleibe meinem Glauben. Ja, was aber noch viel wichtiger ist, in den letzten 2 Jahren sind viele Freundschaften entstanden. Freundschaften rund ums Barbecue von Leuten wie, ja, ich will jetzt keine Namen nennen, sonst vergesse ich welche, aber egal ob Ölgurus oder Grillgurus oder Grillhersteller oder was auch immer, macht einen Riesenspaß, einfach auch nur mit euch sich auszutauschen und sich regelmäßig auch immer wieder zu treffen auf Messen und wo auch immer oder einfach mal beim gemeinsamen Bierchen, wenn man dazu kommt. Ja, Spaß beiseite. Es geht heute auch darum, ihr dürft, wie gesagt, also ich will nicht nur Danke sagen, sondern ihr dürft auch gerne was mitnehmen heute. Und zwar, Gewinnspiele kommen ja immer ganz besonders gut an und verbreiten sich auch immer ganz gut. Ich habe mir Folgendes überlegt, bereits seit genau 2 Jahren gehe ich jedes Jahr auf die Slow Food Messe nach Stuttgart. Die Slow Food Messe in Stuttgart wird dieses Jahr stattfinden vom Donnerstag, den 20. April bis Sonntag, den 23. April. Alle Details dazu könnt ihr nachlesen unter www.messe-stuttgart.de/slowfood zusammengeschrieben und dort seht ihr, was das Rahmenprogramm bietet. Also mittlerweile sind es, glaube ich, über 500 Hersteller, Aussteller von Slowfood und allem, was dazugehört. Das heißt einfach genussvolles Beisammensein, Speisen genießen, wertschätzen etc. Also das, wo es auch wirklich drauf ankommt, meiner Meinung nach. Eine super Sache, macht mir jedes Jahr einen Riesenspaß. Wie gesagt, ich werde dieses Jahr auch wieder da sein. Und ich habe letztes Jahr, glaube ich, 2 Karten verlost, wenn mich nicht alles täuscht. Dieses Jahr werden es nicht nur 2, nicht 4, sondern nein, ich darf sogar von der Messe Stuttgart aus 6 Freikarten euch zur Verfügung stellen. Ich würde es gern so machen, dass ich immer 2 Karten zusammen verlose, also sprich, es kann 3 mögliche Gewinner geben, die dann jeweils 2 Freikarten gewinnen. Und zwar gelten diese Karten, wie gesagt, von 20. bis 23. April für die gesamten Stuttgarter Frühlingsmessen. Da gibt es auch eine Autohalle, da gibt es auch eine, weiß ich nicht, sogar eine Yoga-Halle und was auch immer. Ihr könnt das selber mal nachlesen, messe-stuttgart.de. Wie gesagt, die Karten aber hauptsächlich für die Slowfood-Messe. Eintritt gilt aber in alle anderen Hallen auch. Ja, ich werde auch dort sein. Ne? Ihr könnt also dahin ohne Eintritt zu bezahlen. Was müsst ihr dafür machen? Ihr müsst lediglich, oder ihr dürft, wenn ihr möchtet, dieses Video und die Barbecue Freaks Bodensee-Seite liken. Also einfach lasst einen Daumen da oder ein Herz oder ein Smiley oder was es auch immer gibt. Oder wenn es euch nicht gefällt, so ein trauriges Viech da. Alles möglich, bin euch auch nicht böse, ist okay. Ich würde das Gewinnspiel auch gar nicht so lange laufen lassen. Maximal 14 Tage. Heute ist der 1. April, das heißt, spätestens am 15. April machen wir Schluss. Ja, wenn es gut läuft, vielleicht auch schon früher, das überlege ich mir dann ganz spontan. Und ich habe mir sagen lassen, man muss so Dinge dazu sagen, wie Facebook sponsert da nichts davon und
ja, alles auf meinem eigenen Mist gewachsen. Ja, ich würde mich auf jeden Fall wahnsinnig freuen, wenn wir uns vielleicht dort sogar sehen. Ich werde höchstwahrscheinlich am Donnerstagabend bereits dort sein und zusätzlich noch am Samstag den ganzen Tag. Ja, kommt vorbei, trinken wir vielleicht ein kleines Bierchen miteinander oder essen irgendwas Feines. Und ja, also. Nochmal, also in dem Fall vielen Dank fürs Treue halten, fürs Liken, fürs Teilen vor allem von meinen Videos und den Beiträgen. Finde ich immer ganz cool, wenn ich sehe, dass Leute das auch teilen und somit auch anderen eine Freude machen wollen damit. Und ja, ich würde sagen, wir bleiben beieinander, stay tuned und ja, danke nochmal, viel Glück beim Gewinnspiel. Wir sehen uns. Euer Mario. Ciao.